Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Mit mir, dem Anduin. Grüß euch. Der laufenden Tibra. Ja, noch nicht. Ich bearbeite einen Zombie. Aber der zappelt so viel. Okay. Dann muss ich wohl, wenn ich zu dir gelangen will, durchs Wasser. Na, du kannst über die Brücke. Und wo ist der Bär? Er ist in der Wiese weit genug weg. Also auf der Straße bleiben und über die Brücke. Ja, bei der Straße heizt er eher auf der linken Seite. Ich kontrolliere gerade den Bären. Jetzt kommt er wieder rauf Richtung Straße. Also du kannst die Brücke ruhig einmal rüber. Okay. Und dann siehst du ihn, aber er kommt jetzt gerade rauf. Da ist also eine komische Senke drin und darum haben wir den nicht gesehen. So eine Vertiefung im Straßenrand. Und jetzt geht er wieder rein. Also jetzt kannst du mal rüberlaufen, da wo ich bin. Ja. Zwischen uns, jetzt steht er da im Gras drinnen. Ja, gleich nach den Bäumen. Genau. Da einfach mit einem Abstand. Mhm. Passt. Ja, ja, ist schon gut. Bleib nur dort, wo du bist, lieber Bier. Bist ich ganz ein Lieber. Ja, also so. So einen Bären finde ich wirklich sehr lieb, wenn man ihm nicht zu nahe kommt. Der kümmert sich teilweise um die Zombies. So. Also richtig eklig werden sie Kreuzung. Dann, wenn sie selbst zum Zombie werden. Ich bin auf der Kreuzung. Okay. Ja, und schau mal in jede Richtung. Okay, da geht's rauf in der Steppe. Was denen da noch gut frames, weil ich brauche eigentlich so kein Holz. Wo sind sie? Da sind sie, die Holzrahmen fertigen. Nächster. Fertigen. So. Mhm. Ja, wo gehen wir als erstes rein? Das Gebäude da ganz oben? Ja, machen wir es ganz oben. Gut, dann machen wir es nach der Retour. Schaut interessant aus, diese kleine Siedlung. Jo. Ja, jetzt stehen sie da wieder auf. Jetzt schrecke ich mich natürlich auch vor dem Schwänchen, was da gerade wegläuft. Jetzt glaube ich bei allen, das ist ein Bier. Ich bin sensed. Ja, mich haben sie schon. Also, sie. Gehen wir lieber auf die Straße wieder. Ja, da kann man da haben wir leichter verteidigen. Kann man sie da? Da kommt. Die Tibra, nicht dass er auf die falsche Person schießt. Mhm. Aha, neuer Zombie, die kenne ich noch gar nicht. Aditus ist nicht schlecht. Sehr merkwürdige Augen hat. Okay, da von rechts kommt noch einer, genau da wo du jetzt hinläufst. Dein rechts oder mein rechts? Na, ich habe gesagt, dort wo du jetzt gerade. Achtung, neben dir ist er. Geh weiter. Oh, er hängt eh an mir. Puh. Halleluja. Ah, fliegt er durch. Vom Haus kommt auch einer raus. Jetzt. Okay, den habe ich. Okay. Da ist nichts Interessantes drinnen. Ich schaue mal wieder unsere Flanken. Passen. Bitte. Es kommt nichts. Kann natürlich nicht garantieren dafür, dass man den Gras nicht durchkriegt. So, und ran. Okay. Alter, die hat was aus die Dame, das ist ja Wahnsinn. Ja, die hat schon einen verrückten Blick. So, jetzt. Irgendwo höre ich noch welche. Ja. Ups. Voilà. Wohin schießt du? Schießt du da? Ja, na, aus Versehen. Achso. Ich bin undetected, also. Oh, das schon her. Vielleicht wollen sich. Da, die Krankenschwester kommt aus dem Haus rechts. Schrotflintenmunition. Übernimmst du sie? Yes. Und schaue, dass ich das irgendwie aufnehme.
Kacke, ich muss was wegschmeißen. Kann ich noch was greifen? Da hat er die Tasche noch, was greifen zu liegen. Ja. So. Da kommt eine zweite. Da liegt noch so viel drin. Okay. Ich hab keine. Der Bogen ist im Kopf Arsch. Kopf ist weg. Der Bogen ist im Arsch. Zweiter Kopf weg. Und ich bin noch immer hunted. Ja, hinter dir kommt schon wieder einer. Ah. Oh. Du kannst die dabei lupfen, ich kümmere mich um den. Okay. Ich kann nichts mehr aufnehmen. So, jetzt musst du an mir dranhängen. Jawohl. Kommt da schon wieder einer. Wo? Oh. Aus dem Haus raus. Ich mach mir mal doch schnell den Bogen neu. Geschossen. Aber jetzt habe ich. Okay, er hängt mir an mir. Mhm. Wieder verschossen. Bleib schön liegen. So. Ups, ich habe einen Pfeil blöderweise aufgelegt. Jetzt wäre. Da hämmern noch immer welche. Ja, ich glaube in dem Haus drin. Ich bin jetzt einmal wieder versteckt. Okay. So, der ja. Ist eh auch leer. Und dann schauen wir da hier vorne noch bei denen rein. Der ist leer. Der ist auch leer. Gut, dann schauen wir, dass wir in das Gebäude kommen. Bevor wir die nächsten. Bevor wir die nächsten haben. Mhm. Dann müssen wir uns überlegen, ja. Ob wir retour laufen oder irgendwo übernachten. Ja, das mit dem Übernachten ist so ein Ding, ne? Schauen wir mal, ob da irgendwo was ist. Och, jetzt habe ich wieder etwas schnell. Okay, du hast da. Ich stelle Woodframes mal da rein. Bitte. So, was lernen wir bei dem MacDiver-Buch, oder wie das heißt? Wie die Rüstung aus Altmetall gefertigt wird, kannst du das schon? Kannst du Scrap-Metal-Rüstung machen? Ich, kannst du mal kurz nachschauen? Wo schaue ich denn dann nach? Du hast das, glaube ich, noch in Englisch, oder? Mhm. Einfach Scrap eingeben, dann müsstest du hinkommen. Beziehungsweise unter der Kleidung. Ah, ja, genau. Na, da alte ist. Eisen. Nein, da ist noch. Bei mir oh, doch, Bücher. So. Aber das ist Leder, die Scrapped Boots. Sind die, haben die ein weißes Buch oder ein ja, ja, weißes. Okay, dann kannst du das auch schon. Ja. Dann lerne ich das Buch wieder. Mhm. Dann kriege ich Punkte dazu. So. Es wäre nur darum gegangen, bevor sich es lernen ja, du kannst das mal dann. So. Auf der Veranda ist eine Sau. Ja, sehr schön. Das ist die, die wir eh schon die ganze Zeit schockieren da mit unseren Treiben. Ich weiß schon nicht mehr, wo sie hinlaufen soll. Warum kann ich die nicht nehmen? Ach so. Okay, da liegt schon wieder einer. Kann nichts mehr machen. Nehmen. Eine Leiche. Nägel. Nägel. Nägel würde ich natürlich gerne mitnehmen. Nägel habe ich. Nägel habe ich. Ja, wir sollten überhaupt einmal zusammen ja. Legen. Blödsinn da. Ich kann sie nicht nehmen.
So, wo bist du? Ich bin da den Gang nach hinten, da ist so ein Büro drinnen. Da ist Papier, in der Leiche ist eben der Nagel und da in dem Hochen ist das Papier und im Schreibtisch, würde ich sagen, liegen da Sachen zusammen. Also ich habe einmal auf alle Fälle Eisen, Messing, Holz, Lead. Okay. Also Blei. Munition für die Schrotflinte hätte ich. Painkillers habe ich, Papier habe ich. Painkillers, ja, die schmeiße ich gleich rein. Honig habe ich, so ein Sandwich habe ich. Ja, schmeiße ich da rein. Kohle habe ich. Nein. Eine Kerze habe ich, kann ich aus der auch irgendwas machen? Klosfragment, Stofffetzen. Ja, habe ich. Eier habe ich. Eier kannst du mir dann reingeben. Okay. Ich habe einmal drei Sachen reingelegt. Okay. Mir kannst du dafür Eier rübergeben. Federn. Nein, der habe ich gleich verarbeitet. Pfeilspitzen aus Eisen hätte ich noch. Ja, habe ich auch 100 kannst Stück. Kannst du reinlegen. Na, Pfeilspitzen. 100 ja. Stück. Ich habe mir die Steel Arrow noch nicht gemacht. Die. Ja schon, aber du redest jetzt von Pfeilen, oder? Oder von Pfeilspitzen? Von Pfeilspitzen, sorry. Ah, okay, du hast das noch nicht verbaut. Nein, ich habe ja nicht mehr eine normale. Alles klar, ja, wie du willst, oder ich gebe es dir rüber, dass du gleich dazu kriegst. Drübes Wasser? Nein. Klebeband? Nein. Ja, das war es ziemlich. Dann, ich halte das Ei. Ich würde sagen, wir machen die Hütte fertig und dann im Schnelldurchlauf. Okay. Also ich kann jetzt nur drei Sachen nehmen. Ah ja. Oder was wir mitnehmen können. Papier hast du da genommen. Den Nägel hast du da genommen. Dann mache ich da gleich mal auf. Also da müssen wir nochmal retour. Unbedingt, ja. Eine Taschenlampe in Orange. Kannst du scrappen. Da haben wir schon so viel gelbe. Okay. Kochtopf. Ja, nicht ausrüsten. Was heißt ausrüsten? Zerlegen. Du musst jetzt mir eine Steinachs da. Ein Kochtopf ausrüsten. Das werden wir scrappen. Das werden wir scrappen. Hoppala. Spiritus. Immer gut. Jetzt kratzt mir noch alles. Nicht gut. Ich werde mich kurz mal mieten. Soll ich irgendwas nehmen? Das schon her. Es gibt einen Bauplan für Benzinkanister. Das ist ja auch interessant. Wir schauen, ob das hast du alles? Großteils. Ah, den kann ich noch nicht. Okay, den lerne ich auch gleich. Jetzt können wir selber Benzinkanister anfertigen. Muss ich immer das Bild. Also es ist schon klar, es ist so, ich werde jetzt einmal die Küche da. Für die Fahrzeuge. Aber. Das kann man im Alchemietisch kann man da selber Benzin herstellen. Ja, ja. Coole Sache. Okay. Garage hast du schon, oder? Ja, die habe ich schon. Ich bin immer so wirr. Also wenn ich da wieder alles erledigt habe da drin. Ja. War da nicht gerade wo ein Leiter? Ich glaube, wir kommen wieder retour. 17:36 Uhr. Ah, das geht sich schon aus. Ja, das Haus geht sich noch aus, aber. So, was haben wir denn hier drin? Ich bin schwarzer nämlich. Schwarzer Puffermantel. Okay. Ich bin nahezu zum Bersten voll. Sag mal, ist da nicht irgendwo raufgegangen gerade? Ich habe mir eingebildet. Ah, da drin ist die Leiter dran. Ja, da ist eine Leiter. Ich wusste doch, ich habe irgendwo eine Leiter gesehen. So, dann hampel ich da mal rauf. Ups. Nix.
So. Ist irgendwas? Oh, Bücherregale, zwei. Soll ich nach oben kommen? Papier ist im oberen, das könntest du gleich dazu stecken. Ups. Ja. Und im anderen ist das Vollstrecker-Magazin. Ich glaube, damit lernen wir jetzt die Magnum. Kurz schauen. Okay, ich habe irgendwo was gehört. Ah, da liegt ein Rucksack. 44er Magnum Patrone. Okay, das scrappen wir. Den Rest nehme ich. Und ich bin jetzt endgültig voll. Gut, ich hätte noch eins frei, aber das ist egal. Ja, na, das eine. Da kommt ja noch irgendetwas beim Retourlaufen vermutlich. Ja, das nehme ich an. Erlegte Bären oder so. Ja, ja genau. Ich erlege die Bären. Ja. Warum ist die Tür jetzt? Na, das sind zwei. Ach so. Sorry. Ja gut. Das war's. Das war's. Laufen wir da gleich querfeld ein. Trauen wir sich das. Wo bist du? Darüber müssen? Ja, da beim Haus, ja, darüber ja, müssen. Wir müssen nur aufpassen, dass man mit den Bären nicht... Und dass man nicht... Achso, ja. Ich sehe ihn aber im Moment da gar nicht. Okay. Was nicht gut ist. Denn plötzlich steht er dann vor einem. Ah, zwei Baumstämme. Ja. Und den links. Yep. Ich mach den da. Oh, da ist schon her. Vorher Honig hätte da herinnen. Ja. Kannst du den nur? Ja, da ist Leder, Painkillers. Da kann ich vielleicht was. Und ein Haubau. Ja, das scrapen. Zerlegen. Honig. Das Leder. Dieses. Gut, na dann düsen wir. Ja, das eine Leder lassen wir da drin, das können wir später machen. Beziehungsweise. Rein ins Wasser. Yippie! Yes! Wir wetzt, auf das wäre ich nie gekommen. Ups. Sehr sportlich, die Tibra nimmt die breiteste Stelle des Flusses. Genau. Hat man die schmalste gesucht. So. Ja, und schon Straße. Laufen alle ins Wasser. Das ist gigantisch. Wo bist du? Zur Straße bin ich da raufgelaufen und jetzt laufe ich Richtung unserem Bettchen. Okay. Dann düse ich mal zur Straße rüber. Ja. Du glaubst was? Ich hab grad den Bären gehört. Na, geh bitte. Aber ich sehe ihn nicht. Lauf mal. Nein, ja. Hinter dir ist er nicht. Kann sein, dass er wohl in der Nähe war. Aber Ja, du wolltest uns ja schon vorher liebkosen, umarmen, was weiß ich. Schlimmsten Fall gehen wir in den Supermarkt, wo wir die NPs. Ja. Also, falls das ja nicht ausgehen soll. Sollte sich aber schön ausgehen. Ja, cool, gefällt mir sehr gut. Die. Hoppala. Rechts am Hang oben ein Bär. Okay. Ausweichen Richtung links. Das andere rechts auf jeden Fall. Ja, genau. Er weg, er läuft. Rechts. Nein, das passt schon. Er läuft schon weg. Ich. Beide in die gleiche Richtung. Aber nicht runter zu, oder? Nein. Also nach oben bewegt. Okay. Ja, ich bewege mich auch langsam nach oben. Und das ist der Rucksack, der sich so reinhängt. Mhm. Oh, oh. Ja. Bär. Ich höre ihn. Bärchen. Oh, da kommt die Dampflok. Ich schnaufe. Schnauf, schnauf.
solltest an deiner Ausdauer arbeiten. Was glaubst du, was ich gerade mache? Leeres Zombie. Leeres Zombie, ja. Ich bin wirklich nicht unbedingt ausdauernd. So, weiter geht's. Ich habe nur 119. Ich bin auf 50. Wobei, ich habe ja nicht sehr viel Ausdauer mit meinen Tugen, die ich gestorben bin. Achso, ja, das ist auch eigentlich Lebenspunkte okay, dass die runtergehen und dass man die wieder raufbringen muss, aber dass die Ausdauer auch reduziert. Naja, ist halt Survival. Mhm. Gut, da ist wieder einer aufgestanden. Ich bin auf 25. Ich laufe mal weiter, ich kann echt nicht stehen bleiben. Weißt du, was ich nicht geschaut habe? Ich habe die Luftpost nicht gemacht. Ah, ja. Das war mir gut. Jetzt. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Laufst du in die Stadt rein? Nein, schon wieder rundherum, oder? Ich so, oh ja, rundherum sollte ich laufen, gell? Ich muss Ausdauer gewinnen. Also ich schalte auf die Pistole um, falls irgendwo ein Hund ist. Ja, das ist für die Ausdauer, das ist das Athletics, das trainiert man ja selbst hoch mit der Bewegung. Und zum Lernen sind da zwei Sachen maßgeblich, der T-Rex, der Tyrannosaurus Rex, die Eigenschaft und... Da war ein Zombie. Was war das zweite? Help, 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 help. Laufen. Ja, wenn ich nichts mehr habe, habe ich Energie. Ha? Komm, was zumindest. Bin ich da vor dir, komm einfach den Hügel runter. Gut, passt. Und bleib jetzt hinter dir. Ja. Bitte. So, ich werde jetzt bei der Aufnahmepause gleich mal was trinken, weil das geht nicht weg, das kratzt im Hals. Oje, nicht gut. So, darüber. Hopp, 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 hopp. Yippie! Angenehm ruhig. Ja, aus ist mit Laufen. In der Nachbarschaft. Ja. So. Genau. Zielgerade, hui. Rauf und da runter. Genau. Hatten wir ja auch schon. Noch gar nicht so lange hier. So. Ja, sie rotten sich außerhalb des Zaunes zusammen. Dürfen sie gerne. Dreh deine Lampe ab. So. So. Home sweet home. Ja, die Folge ist damit auch vorbei. Wir werden jetzt da alles zusammenstecken, raufräumen und wir sehen uns dann am nächsten Morgen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei 7 Days to Die, Happy Gaming und viel Spaß mit den Bären aus dem tiefen Wald. Ciao. Ciao.